Heute beim Elektrischen Reporter: selbstständige Spiele, aussteigende Nazis und kommunizierende Taubblinde. Ich habe sie erwartet. Die Games-Industrie hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Art zweitem Hollywood entwickelt. Eine Handvoll Unternehmen beherrschen den Markt und jede Produktion ist aufwendiger und teurer als die vorige. Doch diese Evolution könnte schon bald an ihrem Ende angelangt sein, wie unser erster Beitrag zeigt. Mit Computerspielen ist es wie mit der Musik. Da gibt es den Mainstream, der großen Masse gefällt, und die Independent-Szene für Liebhaber der Avantgarde. Letztere war in der Spielebranche lange Zeit recht klein und übersichtlich. Ihr Anspruch war hoch, ihr Einfluss gering. Doch plötzlich interessieren sich immer mehr für die Indie-Games. Szene-Insider glauben zu wissen, warum. Wenn du den 15. Ego-Shooter gespielt hast, der immer wieder das Gleiche macht, dann bist du auch als Spieler gelangweilt, selbst wenn dich das Genre sehr interessiert. Die Spieleindustrie versinkt im Einheitsbrei. Der Grund: die Blockbuster werden immer aufwendiger und teurer. Bei neunstelligen Produktionsbudgets gehen die Hersteller lieber kein Risiko ein und liefern Games, die sich nichts Neues trauen, Massenware, die auf Nummer sicher geht. Die Indies, so nennen sich die freien Entwickler, machen vor, dass es auch anders geht. Xbox-Erfinder Ed Fries spricht sogar von einer Indie-Revolution. Es fühlt sich tatsächlich an wie eine Zeitreise. Einst abgeschaffte Genres werden wieder belebt. Alte Hasen wie ich fühlen sich an Zeiten erinnert, als Spiele noch von nur einer Handvoll Leute hergestellt wurden. Wir dachten schon, diese Zeiten wären für immer vorbei, und es ist toll, dass sie zurück sind. Es gibt Statistiken, die schon mehr als die Hälfte aller Spieleentwickler der Indie-Szene zurechnen. Sogar prominente Star-Entwickler mischen sich unter das freie Volk. Enttäuscht von den etablierten Herstellern, wenden sie sich mit ihren Ideen lieber direkt an die Fans. Die sind offenbar leichter zu überzeugen. Crowdfunding, das Geschäft mit fanfinanzierten Entwicklungen, boomt. Der Kultspieleentwickler und Weltraumtourist Richard Garriott ist von dem Konzept begeistert. Ich glaube, indem man sich direkt an den Kunden wendet, ist es viel wahrscheinlicher, dass man das Spiel entwickelt, das der Spieler will, nicht das Spiel, das die Marketingabteilung von dir verlangt. Fast 2 Millionen Dollar hat Garriott für sein neues Rollenspiel Shroud of the Avatar eingesammelt. Schon klar, das ist keine Low-Budget-Produktion. Aber ist das noch Indie? Die Szene kokettiert gerne mit dem Klischee von den kreativen und mittellosen Idealisten. Doch in Wahrheit hoffen immer noch viele Entwickler auf ihre Absprungmöglichkeit in die etablierte Branche. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass da mehr Kooperation stattfindet. Vor allem, ich glaube, Indies sind nicht von Haus aus so, dass sie gern sich selber finanzieren wollen, weil das unglaublich hart ist. Ich glaube, die meisten wollen einfach nur ihre Spiele machen. Und ich glaube, wenn Publisher ihnen das ermöglichen, dann wären viele ziemlich froh drüber. Das Indie-Dasein. Für die einen ist es eine Notlösung, für die anderen Notwendigkeit. Wer es sich leisten kann, geht eigene Wege. Wenn ich so auf meine eigene Karriere zurückblicke, dann waren meine erfolgreichsten Spiele die, bei denen ich mich mit meinem Hersteller zerstritten hatte. Die weniger erfolgreichen Spiele entstanden dann, wenn ich auf meinen Hersteller gehört hatte, anstatt genau das Spiel zu machen, das ich eigentlich im Kopf hatte. Ed Fries hat den Xbox-Hersteller Microsoft schon vor 9 Jahren verlassen. Jetzt unterstützt er ein unabhängiges Team bei der Entwicklung einer neuen Konsole, die Ouya. Diese Jungen haben das, was wir in 3 Jahren gemacht haben, in 9 Monaten geschafft. Und das mit einem viel kleineren Team und viel weniger Mitteln. Ich meine, 8 Millionen Dollar klingt vielleicht nach einer Menge Geld, aber allein das Marketingbudget für die Xbox betrug 300 Millionen. Also das gibt ihnen einen Eindruck. Die Ouya basiert auf Open-Source-Technologie. Das heißt, nicht der Hersteller entscheidet, welche Spiele auf den Markt kommen, sondern die Nutzer. Das innovative Konzept lässt die anderen Konsolen ziemlich alt aussehen, hofft Ouya-Berater Fries. Das wäre für einen Erfolg auch nötig,
Denn was die Leistung angeht, kann es die Ouya noch lange nicht mit der Konkurrenz aufnehmen. Fans von aufwendigen Actionspielen werden also auch weiterhin tief in die Tasche greifen müssen für PlayStation und Co. Der Aufstieg der Indies ist für die etablierten Vertreter der Industrie ein Alarmsignal. Sie müssen sich weiterentwickeln, mutiger werden, Risiken eingehen. Sonst laufen ihnen erst die größten Talente weg und danach auch das Publikum. Kommen wir nun von einer Industrie im Wandel zu Menschen, die ihr Leben wandeln, indem sie aufhören, Nazi zu sein. Denn darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Mein Name ist Fabian Wichmann. Ich arbeite für Exit Deutschland und bin dort in der Betreuung von Aussteigern tätig. Exit Deutschland ist eine Initiative, die seit 13 Jahren Aussteigern aus der rechtsextremen Szene dabei hilft, dort auszusteigen. Und wir arbeiten anfrageorientiert, also Leute wenden sich an uns und wir erarbeiten dann im Einzelfall Szenarien für den Ausstieg. Wie können wir Sicherheit gewährleisten? Wie kann letztendlich ein Rückzug gewährleistet werden, ohne dass die Kameraden, die ehemaligen Kameraden darüber stutzig werden? Oder allgemeine Hilfe, letztendlich die Menschen ein Stück weit in der Reflexion nicht alleine zu lassen. Wir hatten Anfang dieses Jahres das Problem, dass die Finanzierung auslief. Und wir mussten dann gucken, wo letztendlich eine Möglichkeit besteht, eine Finanzierung über das vierte Jahr hinaus zu bekommen. Wir haben unterschiedliche Ministerien schon länger auf die Situation hingewiesen. Viele politische Entscheider wussten Bescheid. Das eine Ministerium sagte, nein, wir haben eigene Aussteigerprogramme, die am Verfassungsschutz angegliedert sind oder am LKA angegliedert sind. Und wiederum andere sagten, nee, wir haben eigentlich gar nicht die Möglichkeiten, euch da ein Stück weit zu fördern. Wir haben die NSU, wir haben alltäglich Übergriffe, wir haben Leute, die sich an uns wenden. Wir arbeiten letztendlich auch ein Stück weit mit Schicksalen, da sind ja Menschen hinter. Und damit war uns nicht wirklich klar, welches Signal damit verdeutlicht werden soll. Wenn man auf der einen Seite sagt, man nimmt den Kampf sehr ernst und auf der anderen Seite kämpfen Initiativen, in dem Fall explizit wir, immer wieder ums Überleben. Die Leute, die sich jetzt in der aktiven Betreuung befinden, was so circa um die 30, 40 Personen sind, die wären erstmal für sich oder auf sich allein gestellt gewesen. Es wäre ein fatales Signal in die rechtsextreme Szene. In der Wahrnehmung auch die Frage, sind die überhaupt noch ansprechbar, kann man sich auf die verlassen? Die Petition war ein entscheidender Bestandteil von diesem öffentlichen Druck bzw. von der öffentlichen Wahrnehmung. Dann gab es den Artikel im Stern, den Kommentar von Hans-Ulrich Jörges, woraufhin wirklich viel auf der medialen Ebene passiert ist, aber auch auf der politischen Ebene. Und damit ging es dann eigentlich recht schnell, dass aus dem Familienministerium die Entscheidung getroffen worden ist, die Förderung weiter zu suchen. Und wir haben jetzt die Option, über 4 Jahre erstmal zu arbeiten und danach über eine jährliche Antragstellung weiterzuarbeiten, aber immer in unserem Kernbereich Öffentlichkeitsarbeit, soziales Engagement von Aussteigern und die Integration in den Arbeitsmarkt. Und nun von der politischen Verblendung zur Erblindung. Menschen, die nicht sehen und nicht hören können, kommunizieren in der Regel mit sehr wenigen Menschen auf sehr komplizierte Weise. Doch schon bald könnten sie ganz neue Kommunikationswege beschreiten, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wie spricht man eigentlich mit Taubblinden? Das ist gar nicht so einfach. Sprache können sie nicht hören und wildes Gestikulieren nicht sehen. Stattdessen muss die eigene Hand herhalten, als Auge, Stimme und Ohr. Und die Handkommunikation in Deutschland kennt eine eigene Sprache. Lormen. Also meine Mutter sieht und hört nichts. Es kann also praktisch nicht alleine vor die Tür gehen, weil sie ja voll auf fremde Hilfe angewiesen ist. Taubblinde kommunizieren übers Lormen. Das bedeutet, dass man die Wörter oder das Gesagte in die Hand buchstabiert. In Deutschland gibt es zwischen 4.000 und 6.000 Taubblinde. Dank der Handsprache können sich alle, die Lormen gelernt haben, miteinander verständigen. Doch die meisten Kommunikationswege des 21. Jahrhunderts bleiben ihnen verschlossen. Sie können nicht telefonieren oder skypen, auch nicht chatten oder SMS schreiben. Bis jetzt. Am Design Research Lab Berlin ist man gerade dabei, das zu ändern. Das Problem beim normalen Lormen ist, dass ich nicht über Distanz Nachrichten vermitteln kann, weil ich muss die Person immer anfassen, wenn ich mit ihr sprechen möchte. Und dieser Handschuh überbrückt jetzt dieses Distanzproblem, weil er nämlich den Text versenden oder empfangen kann. An der Innenseite des Handschuhs befinden sich druckempfindliche Sensoren. Mit ihrer Hilfe wandelt das Handschuhsystem die gelormte Nachricht in digitale Texte und schickt sie an Handys oder Computer.
Auf gleichem Weg können Nachrichten auch empfangen werden. Auf der Rückseite befinden sich vibrotaktile Motoren, die genau an den Stellen vibrieren, an denen einzelne Buchstaben des Lorm-Alphabets liegen. So können Taubblinde endlich auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die nicht lormen können. Bärbel Klapphöttke übersetzt für ihre Mutter Rosemarie. Ich hätte das erste Mal in meinem Leben ein eigenes Handy. Ich könnte das benutzen, egal wo ich bin, und kann jeden erreichen. Um an Informationen über die Welt zu kommen, sind Taubblinde auf ihnen nahestehende Personen angewiesen. Auf die Familie oder auf Betreuer. Diese Menschen filtern sämtliche zur Verfügung stehende Informationen für sie vor. Einfach um Zeit zu sparen. Auch diese informationelle Abhängigkeit möchte das Projekt abschwächen. Als taubblinder Mensch eher habe ich nicht die Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt im Internet zu surfen und mir auf Wikipedia irgendwas rauszusuchen oder eine Information zu beschaffen, sondern ich muss immer denjenigen fragen, der das dann für mich übersetzt. Und das ist zum Beispiel eine Grundidee auf diesem Datenhandschuh, der die Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit, in ihren Möglichkeiten, sich Informationen zu beschaffen, mehr autonomisiert. Ob Taubblinde sich selbst als behindert erleben, hängt in hohem Maße von der Gestaltung ihrer Alltagsgegenstände ab. Die enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen hilft den Designforschern, die Funktion des Lorm-Glove-Prototyps immer weiter zu verbessern. Aus Behinderung wird so Beeinträchtigung. Eigentlich ist es beim Lormen so, dass man normalerweise eine Handseite verwendet. In der Regel ist es die Handinnenfläche. Und wir wollten aber eine gewisse Alltagstauglichkeit aufrechterhalten. Und wenn ich dann diese Motoren in der Handinnenfläche habe, dann ist das, kann das sehr störend sein. Deswegen haben wir gesagt, können wir die vielleicht zumindest jetzt erstmal auf die Rückseite des Handschuhs positionieren. Und das war uns aber natürlich nicht klar, ob das überhaupt dann funktioniert. Ein großes Problem, den Handschuh anzupassen, war, dass das für Menschen, die sehen und hören können, die haben nicht das gleiche Gefühl wie wir Taubblinden. Sprich, ich habe den Handschuh angehabt und habe dann letztendlich Tom erklärt, wie er die Punkte genau setzen muss, damit man das als Taubblinder gut erfüllen kann. Aus dem Lorm Glove Projekt lässt sich auch für die Gestaltung anderer Arbeitsbereiche lernen, auch für das Umfeld Nichtbehinderter. Nutzen könnten Erkenntnisse aus dem Handschuh-Experimenten etwa Arbeitern in lauten Fabriken. Vielleicht könnten zumindest rudimentäre Informationen auch an solchen Orten über interaktive Handschuhe vermittelt werden. Und vielleicht könnte Rosemarie sich dann eines Tages einen industriell hergestellten Handschuh kaufen. Blinder als blind ist der Ängstliche. Max Frisch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.